Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty in Synapsia. Wir sind mitten im Dorf. Unsere Bewohnerin hat sich schon zu Bette gelegt. Oder ich weiß nicht, ob sie schon schläft. Wollen wir mal kurz gucken. Hallo? Schläfst du schon? Okay, sie ist anscheinend noch da. Wie so ein Horrorfilm. Starrt sie die Wand an. Ich lasse ihn mal. Ja, auf jeden Fall, bei der letzten Folge gab es noch ein Update, beziehungsweise nach der letzten Folge gab es ein Update. Wir sind nämlich mittlerweile in Version, sehe ich nicht, ich glaube 1.07 müsste das sein. Und ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass die Häuser hier kaputt gehen im Spiel. Und wenn man mit dem Bauhammer rechts klickt und dann Reparatur auswählt, sieht man die Häuser. Alles, was grün ist, ist eigentlich auch noch in Stand. Hier ist zum Beispiel der Hase, wir können jetzt mal den Hasen sammeln. Jetzt hat die 62%. Und anscheinend, und die kann ich nicht reparieren, aber die Wände können wir reparieren, die haben nämlich 88%. Aber das geht nicht. Warum geht's nicht? Außer, dass der Hammer kaputt geht? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall gehen Dinge kaputt. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich überhaupt Äste im Inventar habe, dass wir das reparieren könnten. Habe ich. Ich habe auch Stroh. Geht erst, wenn es rot ist. Ah, okay, alles klar. Regie sagt, erst wenn es rot ist, können wir reparieren. Nimm ein Bad. 87%. Okay, ich weiß nicht, unter 50 anscheinend kann man reparieren. Zumindest der Bauhammer dabei kaputt gegangen. Ist ja auch was. Tja, nicht zu verachten. So, wir sind mitten im Winter und das Frühjahr steht vor der Tür. Wir sollten nichts zu essen haben beim Jahreswechsel, deswegen packe ich jetzt den Kram in die Speisekammer. Damit das nicht verschüttet geht. So. Und das Leder packen wir auch noch da rein bei uns. Und dann legen wir uns ins Bett und können den Frühling begrüßen. Leder. So, den Rest, der kann erstmal da bleiben. So, Fackel aus, bevor wir im Schlaf abfackeln. Und gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben eine neue Quest. Wir dürfen Steuern zahlen. Der Frühling ist da, der Winter ist weg, ein neuer Tag und wir werden direkt begrüßt im neuen Jahr mit Regen und Steuern zahlen. Ich bin sowas von begeistert. Ja, ja, ich weiß, wir gehen jetzt Steuern zahlen. Wir gucken mal im Management-Tab, wie viel Steuern wir zu zahlen haben. 270 Schekel. Wie viel haben wir? 554. Dann gehen wir mal direkt, achso, erstmal waschen. Obwohl, nee, müssen wir nicht, weil die neue Saison begonnen hat. Außerdem regnet es wie die Sau, sind wir eh sauber. Das heißt, wir gehen jetzt ins Dorf, werden mit unserer künftigen Frau flirten und mal gucken. Es gab einen Bug. Es gab einen Bug, bei dem die zukünftige Frau ihre Kinder mitbringt. Oder, nee, nicht ihre Kinder, ihre Neffen und so weiter. Also Familie, ne? Oder Bruder, Schwester oder so weiter. Und wenn man praktisch die Frau heiratet, das kann nicht die Schwester gewesen sein, das sind ja genau, müssen Neffen gewesen sein, dann wurden praktisch die Kinder der Frau, die die mitbringt, zur Familie. Also somit hat man dann einen Sohn oder eine Tochter oder sowas gehabt, oder ihre Geschwister, wie auch immer. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man selber keine Kinder mehr zeugen konnte. Und das hat praktisch das Ganze torpediert. Das wurde gefixt. Für viele, ich lese immer wieder die Kommentare. Es ist so, wenn ihr diese Folgen seht, habe ich schon viele andere Folgen sehr wahrscheinlich aufgenommen in dem Spiel. Es kommen immer wieder Tipps. Hast du den Wagen im Norden gesehen? Weißt du, dass man mit Bären Geld machen kann? Man kann übrigens mit Messern sehr leicht Geld verdienen. Auch vorbei, meine Lieben. Das geht auch nicht mehr. Die Preise wurden angepasst. Also natürlich können wir mit Messern noch Geld verdienen. Das ist nicht das Problem. Aber wir kriegen wesentlich weniger Geld bei raus. Ist alles wahrscheinlich schon ein Bugfix geworden. Problematisch ist es halt immer, weil wir sind jetzt hier, glaube ich, in Folge 12 des Let's Plays. Ich kann ja mal sagen, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist der 23. Mittwoch, der 23. September. Also wenn ihr diese Folge seht, dann wisst ihr ungefähr, welche Zeit vergangen ist. Es regnet echt wie... Naja. Wir gehen jetzt erstmal ins Dorf und werden hier bei Björn Wolf... Nee, das war ein anderes Spiel... Oh, Christopher Lambert ist da. Mit dem müssen wir auch später mal reden. Wo ist denn hier der Unigost? Der Chefe.
Da vorne ist unsere zukünftige. Wo ist denn der Unighost? Ja. Oh, wir reden erstmal mit Ingridia. Hallo. Schönen guten Morgen, schöne Frau. Ich grüße euch. Ich möchte dir etwas sagen. Ich möchte keine Zeit verschwenden, heirate mich. Das wird nicht funktionieren. Du hast so schöne Augen. Ich bewundere deine Ehrlichkeit. Okay, das war positiv. Genau, ich helfe dir gerne. Das können wir sagen, oder? Oh, da sind neue Sprüche dabei, oder? Wir sollten irgendwann mal zum Mittagessen an den Fluss gehen. Ich habe gehört, dass es zu mir Zeit sehr schön sein soll. Oh, ich probiere es. Oh, 10. Oh ja. Oh, ich kenne genau die richtige Stelle. Es ist wirklich beruhigend, sich einfach an den Fluss zu setzen und dem Geräusch des fließenden Wassers zu lauschen. Langsam wird's was. Und ich möchte dir noch etwas sagen. Du weißt, ich bin ziemlich stark. Das wirkt wie ein Zauber auf die Ladies. Haben die damals im Mittelalter so gesprochen? Niemals, oder? Ich bewundere deine Hingabe in Ingridia. Find sie auch gut. Ist ein gefährlicher Auftrag, aber irgendjemand muss ja machen. Kann ich dir noch was sagen? Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. 29% Ingridia, wir verstehen uns. Unighost, altes Haus, komm mal her. Wir müssen Steuern bezahlen. Ich möchte gerne die Steuern bezahlen. So. Meine Schulden sind beglichen. Ich bin 284 Schekel wert. Und wir sollen jagen. Das ist ja eine der Quests. Wir gucken kurz nochmal ins Journal. Das ist die Jagdquest, die Hauptquest. Bei Unighost müssen wir warten. Und bei Alwins Geschichte müssen wir auf nächsten Sommer warten. Das dauert noch ein bisschen. Wir sind jetzt erstmal gerade im Frühling. Haben noch 3 Tage Zeit. So. Das heißt, wir sollen jagen gehen. Haben wir irgendwie sinnlosen Kram dabei? Nein. Dann würde ich sagen, verkaufen wir gerade die Speere. Das mache ich direkt bei Unighost. Der kriegt die alten abgewetzten. Zeig mir deine Ware und der kriegt jetzt meine Speere verkauft. Und dann werden wir erstmal hier noch mit Mitarbeitern sprechen. Henrik. Moin, Henrik. Hast du meine Zeit für mich? Gerede. Ich habe fast ununterbrochen gearbeitet. Findet überhaupt nicht geil. Hast du meine Zeit? Jagd. Oh, Jagd findet er gut. Also, wir merken uns, Henrik ist so ein Jäger. Tut mir leid, im Moment habe ich keine Zeit. Okay, was war mit dem Christopher Lambert? Na, junger Mann, hast du meine Zeit für mich? Wie ist die Arbeit? Findet er gar nicht geil. Es ist hart und schmutzig. Okay, hast du meine Zeit? Jetzt hat er nicht mal mehr Zeit. Und hör mal auf zu zappeln. Pass mal auf. Delimir. Delimir, hör mal zu. Du bist 60. Hast du mal... Kannst du dich mal bewegen? Also diese Engstelle hier zwischen den Stühlen ist nicht gut. Da kommen sie immer ans Zappeln. Gut. Wir machen uns neue Speere, damit wir auf die Jagd gehen können. Oh, die Axt ist aber auch fast kapeister. Damit kriege ich keinen Baum mehr gefällt, oder? Da brauchen wir 2 Steine und Stöcke haben wir. Also wir brauchen Stein. Genau, der Patch hat unter anderem auch die Steinvorkommen ja, gefördert sozusagen. Man findet die jetzt an Flüssen und an an Stellen, wo es so ein bisschen Stein durchlugt. Also gerade so, was ich im Wald auch gesehen habe. Damit können wir leichter Steine finden. Das wurde... Die Möglichkeit, Steine zu finden, wurde erhöht mit dem Patch 1.07 zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich werde jetzt hier einfach mal einen Baum umschwatten. Und dann machen wir uns ein paar frische Speere, damit wir auf die Jagd gehen können. Und da die Axt direkt nachgelegt, sehr schön. Und dann tackern wir hier in den Baum um. Und zack. Na komm. Wieso ist das nur... Ach, das war eine Birke. Ah ja, ja, alles klar. Bei einer Birke funktioniert das nicht so. Ich mache mir auf jeden Fall ein paar mehr.
bevor ich mitten im Kampf mit irgendeinem Vieh dann ohne Sperre dastehe. Der Ahorn gibt auf jeden Fall mehr. Komm, schlag zu. Man muss teilweise wirklich die Animation abwarten. Das ist wie beim Feld umflügen. Sonst funktioniert... Hä? So, 7 Speere machen wir uns jetzt. Jetzt geht's los. So, wir müssen einen Hirsch jagen, Wölfe, ein Bison und einen Bären. Also Bison weiß ich, das hat mich schon mal nachts verfolgt vor ein paar Folgen. Ne? Wisst ihr noch, da bin ich zurückgelaufen und das hat mich quer durch den Wald gejagt. Also das wisst ihr nicht, ihr habt es nicht gesehen, aber es war so. Wickrig. Ich besorge mir nochmal was zum Heilen. Breitwegrig und da unten noch. Und dann gehen wir runter in den Wald und trinken erstmal was. Ja, ich könnte jetzt auch Pfeil und Bogen machen, da brauche ich aber noch ein paar Federn, bis ich praktisch den Satz Pfeile machen könnte. Und mit dem Speer ist eigentlich ganz okay. Der Langbogen, der soll später richtig gut sein. Also der soll auf jeden Fall so sein, dass er richtig abgeht. Aber dass es hier im Sommer schon wieder regnet? Ne, im Frühjahr ist es mir jetzt, ne? Letztes Mal war es im Sommer. Habe ich mich tierisch im Sommer gefreut, dann ging es schon los. So, wo haben wir den Speer? Den machen wir auf die 1. Allzeit bereit. Und wir gehen mal ein bisschen querfeldein. Wir müssen sowieso da hinten in den Wald relativ tief rein. Also Wolf weiß ich, Bison weiß ich auch ganz grob, Bär ist noch weiter im Süden oder im Norden. Das heißt, wir müssen von der Position dann an Denisia vorbei. Das müsste, ich meine hier irgendwo sein, hinter Denisia. Das heißt, wir laufen jetzt wirklich straight hier hoch. Das ist übrigens unsere Mitarbeiterin. Was sagt die eigentlich? Wir haben 11, 0,6 pro Stunde. Nahrung 648, 1,1 pro Stunde. Ich glaube, Nahrung brauchen wir so schnell nicht nachlegen. Wir können 12 Gebäude machen. Und Holz müssten wir eventuell dann im Rückweg nochmal nachfüllen. Aber das geht schon. Das kriegen wir hin. Und sie ist übrigens fleißig am Jagen, ne? Sie ist hier am Jagen. Bäume, Baumstümpfe hatten wir auch schon auf das Thema. Die wachsen nach... Alle 3 Jahre heißt es und die Bäume wachsen wirklich an der Stelle, wo der Baumstumpf steht. Ich hoffe, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Baumstumpf irgendwann mal komplett zu entfernen. Da ist übrigens gerade in die Jägerhütte rein. Ich werde mal kurz gucken, was sie jetzt in die Truhe gepackt hat. Federn hat sie nicht, den Bogen habe ich reingelegt, die Speere habe ich reingelegt und die Stöckchen habe ich reingelegt. Gar nichts. Schafft die was? Lass dich nicht erwischen hier im Wald, ne, junge Frau. Malvina. Pass auf dich auf beim Jagen. Ja, und da die Baumstümpfe nach jedem Spielstandladen wieder auftauchen, brauche ich die auch nicht entfernen. Sieht halt irgendwie blöd aus, ne. Also man kann sie wegschlagen, weiß ich, habe ich auch schon oft in den Aufnahmen gemacht, aber ich finde, dass es jetzt keinen Sinn macht, wenn die immer wieder auftauchen. Und die NPCs porten anscheinend auch ihre Sachen von den Häusern hin und her. Also die gehen da nicht wirklich rein. Jetzt müssen wir mal die Augen offen halten. Aber ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen weiter, ne? Bis wir im Wald sind. Ja, da kommt der See da oben. Das müsste die Richtung, stimmt schon. Auf jeden Fall da oben, als ich runtergelaufen bin, hat mich auch das Bison verfolgt. Nee, das Wisent. Das ist ja anscheinend ein europäisches Bison, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann brauchen wir einen Hirsch und einen Wolf. Wölfe, weiß ich, sind auf jeden Fall auf der anderen Seite bei dem... Hier sind überall Hasen, wie man gerade sieht. Bei dem... Wie ist der noch? Sambor, der praktisch vor den Wölfen gewarnt hat. Wobei ja eigentlich hier in Denise... Da ist doch schon ein Bison. Naja, besonders stabil sind die aber auch nicht.
Zwei Stöcker. Stöcker. Du hast mich durch den Wald gejagt. Dabei hältst du nichts aus. Legt seine Hand so ganz sanft aufs Fell. Ist gut. Ja, der Wald ist ganz schön dicht hier oben. Was brauchen wir denn überhaupt? Zwei brauchen wir. Wahrscheinlich, wenn wir zwei jagen, haben wir es auch ausgerottet komplett hier im Wald. Der Regen macht es jetzt auch nicht gerade einfacher, hier was zu hören. Ich meine, so ein Wiesentier solltest du ja sofort sehen, ne? Das ist ja ein großer dunkler Schatten. Ist das? Ne, das ist normal, das ist kein Hirsch, ne? Und Wölfe? Ich meine, es wäre ja schon mal cool, einen Bären zu finden. Da sind... Sind das Wölfe? Ne, sind Füchse, ne? Das sind Füchse da rechts. Oh, dieser Sound von dem Spiel, wie der Regen hier tropft. Hast gewonnen. Oh, den habe ich aber weit geworfen. Boah, volle Headshot. Aber so richtig. Alter, tut mir leid. Oh Gott. Aber so richtig zwischen die Augen, aber sowas von exakt. Okay, die gelten auch als Rehe. Dahin sind Füchse, aber Füchse brauchen wir nicht, ne? Wolf, Bär, Bison. Boah, das tut mir immer voll leid. Ich weiß, es ist nur ein Spiel und ja, aber trotzdem so. Puck, das Ding direkt zwischen die in die Frontallappen rein. Und ich weiß nicht, so ein Speer ist natürlich auch ein fieses Gerät, ne? Also du willst ja nicht so einen Speer mitten in die Fresse kriegen. Wo sind jetzt die Kollegen hin? Sind die ab? Da. Meisterschütze. Ich weiß, ich nehme die Speere mal auf. Ist eigentlich gar nicht nötig. Da habe ich einen Fuchs. Wo ist er? Da ist er. Puh. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich meine, dass hier Bären eingezeichnet waren und hier irgendwo. Ich laufe jetzt hier den Weg mal. Ist hier der Weg rüber? Hier rüber, oder? Jezerika, ist das der Weg? Ist der Weg, da laufen wir mal entlang. Aber hier müssen ja auch noch irgendwo ein Bison zu finden sein. Ich hoffe ja, dass es noch irgendwie mal eine Karre gibt oder einen Handkarren oder ein antikes Fahrrad. Ne, ist natürlich Quatsch. Dass man hier mal ein bisschen Strecke machen kann. Gucken wir uns den See mal an, oder? Guck mal, hier können wir auch. Was läuft hier doch? Oder ist das der Regen? Cool. Ja, wir laufen mal den Weg hier so entlang, gucken, was uns vor den Speer läuft. Weil er sagte doch, sagte Sambo nicht, dass die Wölfe irgendwie vor dem See warten? Weil Denisia muss sich ja verteidigen. Das heißt, in diesem Waldstück müssten sich eigentlich Wölfe befinden. Zumindest habe ich ja auch schon welche, als ich von Denisia zurückgelaufen bin, entdeckt. Also die mich, wie man so will. Und dann war das oben bei Sambor.
Ich meine, die Bären... Ich höre immer wieder Geräusche, das macht mich total nervös. Die Bären sind ja, glaube ich, weiter nördlich von hier, ne? Meine ich. Gut. Ich gucke mich mal ein bisschen um und gebe mich auf die Pirsch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf der Bärenhatz. Oh. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber es musste sein. Das ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, verstehst du? Es ist eine Aufgabe. Kannst du mich verstehen? Hallo Bär. Jetzt kommt wahrscheinlich der Kollege gleich vorbei. Es war eine Aufgabe. Ich muss es machen für die Punkte. Tut mir leid. War nicht so gemein. Messer rein. Tut mir gar nicht leid. Ich mache nur ein bisschen Action. Wenn jetzt der Bär mir den Rücken aufgeöffnet. Hätte der Bär mir den Rücken geöffnet... Hättet ihr... Was war das? Hättet ihr euren Spaß gehabt? Okay, wir haben den Bären. Wir brauchen noch mehr Wild. Ein Bison sollten wir am Ende holen. Und drei Wölfe brauchen wir noch. Drei Wölfe brauchen wir noch. Boah, Gott. War so ein bisschen Anspannung, als er auf einmal losgerannt ist. Wobei ich sagen muss, ich finde es ein bisschen unfair dem Bären gegenüber, dass der mit zwei Speerwürfen schon dahin ist, ne? Das finde ich eigentlich nicht gut. Weil eigentlich müsste der auch ein bisschen mehr aushalten als so ein Hirsch. Oder Reh oder was auch immer, ne? So, jo, eigentlich straight. Wir müssen straight runter. Straight, dann am Fluss entlang, dann nach rechts. Wir rennen mal straight nach Norden. Geradeaus nach Norden. So, ein Bison bräuchten wir noch. Wobei, oh, die Schritte irritieren einen echt. Wäre nur fair, wenn mich jetzt so ein Bison durch den Wald jagen würde. Ah, hier ist der See. Pass auf, dann laufen wir hier wieder runter. Da war ja auf der anderen Seite war ja das Bison. Also wird schon wieder Nacht und da habe ich keinen Bock, durch den Wald zu laufen. Weil beim letzten Mal in der Nacht hat mich ja dann hier Gevatter Bison gejagt. Wahrscheinlich war es genau der, den ich jetzt erlegt habe. Die Rehe können wir bei uns jagen. Die Wölfe weiß ich nicht. Da müssen wir eventuell am nächsten Tag nochmal los. Einmal. Hol ich mir erst den. Da haben wir Nummer 4. Also die Tiere könnten sie ruhig ein bisschen schwerer machen. Für meinen Geschmack. Versagt. Versagt. Jetzt holen wir uns erstmal den Speer wieder. Wo ist denn das Navi? Da vorne rennt's. Wahrscheinlich kommt jetzt der Kollege Speer dann um die Ecke. Speer. Eber um die Ecke oder Bison. Ich sehe es doch schon, ich spüre schon wieder, dass hier so ein Bison gleich hinter mir auftaucht und dup. Entschuldigen Sie bitte. Was machen Sie da? Dumm, den Speer zu werfen. Haben die den Speer gefixt? Warte mal, lass mich mal einen Speerwurf üben. Ja, der geht eigentlich ziemlich straight. Hallo, Herr Fuchs? Dreh mal nicht durch. Ich hab einen Speer. So, rennt er noch? Da hinten ist er. Bisschen Anspannung im Dunkeln. Du kannst nämlich nicht mit der Fackel jagen. So, ich muss mir jetzt echt mal merken, die Viecher zu häuten, dann kriege ich die Speere automatisch in die Tasche. Dann brauche ich da nicht irgendwie rumfummeln, die da rauszuziehen. So, wir haben 5 von 10. 5 von 10
Hirschen meinten, das wäre nicht cool, was ich da mache. Und jetzt müssen wir eigentlich genau nach Norden. Dann kommt unsere Heim... Jetzt schon Schiss. Ich mache mal lieber die Fackel an. Wenn es hinter mir knurrt, dass ich weiß, was mich verfolgt. Verfolge ein bisschen nervös hier. Sehr ruhig, bleib ruhig. Wir müssen unbedingt was essen. Guck mal im Essenslager. Ich habe ja noch vorbereitet. Oder hatte ich bei mir in der Truhe nicht noch Fleisch? Also ich meine, Fleisch müssen wir jetzt ordentlich dabei haben, oder? Jo, 33 Fleisch. Läuft. Beruhige dich. Tja, was die Unreal Engine hier so alles hinzaubert, das ist echt ein Träumchen. Diese ganze Atmosphäre. Die leise Musik im Hintergrund. Hä? Bin ich falsch? Nee. Ich laufe direkt auf die Siedlung zu. Wir haben das Bison aber nicht noch geholt. Da müssen wir einfach nochmal los. Ich habe in der Nacht keinen Bock zu jagen. Da ist der Überraschungsmoment zu groß für die Tiere. Ja, ja, ich lasse euch. Hier, die ist immer noch am Arbeiten. Hier, schnappst du dir, Malvina. Schnapp dir die Viecher. Ich habe sie aufgescheucht. Muss ich's halt machen. Malvina? Hallo? Wo seid ihr? Okay, ich geh jetzt nach Hause. Ich bin noch ein bisschen überladen mit Fleisch und Gedöns. Gott, wie creepy das hier ist. Warum macht die keine Fackel an? Die geht im Dunkeln. Völlig straight darunter. Boah. Frau, mach doch mal Licht. Oh. Ach, guck mal hier. Der Rocken rockt. Falsches, richtig aus? Ne, ist ihre Hütte, ne? Müssen wir hier rein. So, wir haben Fleisch. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen uns jetzt... Wir nehmen uns alles mit bis auf 4. Und dann nehmen wir uns noch 4 Zwiebeln mit rein. Dann koche ich gerade noch vorm Schlafengehen, mache ich noch ein schön Fleisch mit Soße. Als kleinen Gute-Nacht-Snack. Aber erstmal gehen wir was trinken. Ich habe ja meinen Lederschlauch habe ich ja verkauft. Ich Idiot. So, was trinken. Hat's geschmeckt. Und noch schnell was schnabulieren. Ich habe schon wieder vom Hütchen auf Stöckchen. So. Ich hätte gerne einmal vollgebratenes Fleisch. Dazu gibt es jetzt gleich lecker Zwiebelchen. Dann gibt es Fleisch mit Soße. Dann lege ich mich hin und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Bärenjagd. Bis zum nächsten Mal in Synapsia. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.